Und noch einmal, willkommen bei Fashion Star. Gemeinsam mit Piqueur Eskadron suchen wir nach den Fashion Stars 2021. Sandra, Lara, Nadine oder Dennis shoppen im Fundis Pop-Up Store um die Wette. Wer findet die perfekte Reithose? Jens Hilbert entgeht nichts. Welcome to Superstar. Fashion Star. Ich bin Super Jensi und heute haben wir noch am Start Super Dennis. Denn unser einziger Mann in dieser Woche war schon mal Shoppingbekleidung mit einem super krassen orangen Outfit. Haben sie, die Inke, seine Freundin, letzte Staffel gewonnen und heute ist Dennis dran und deshalb ist der Druck hoch. Vollgas, ich will ein mega gelbes Outfit sehen bei Fashion Star. Vom Fußball zum Reiten. Dennis aus Hörstel hat seine Fußballschuhe gegen Reitstiefel getauscht. Und schuld daran ist Charlie. Also beim Reiten wird man absolut zur Einheit. Das ist einfach total ehrlich. Du reitest gut, hast Erfolg, reitest nicht gut, hast keinen Erfolg. Und beim Fußball ist das ja schon einfach anders. Und diese Einheit, die man zwischen Pferd und Reiter hat, die ist einfach so faszinierend. Da Charlie allerdings das Pferd von seiner Freundin Inke ist, hat Dennis seit kurzem ein eigenes Brettpferd. Mit Ludo will Dennis hoch hinaus. Der 28-Jährige will mit ihm die ersten L-Springen auf dem Turnier reiten. Durch den Umgang mit Pferden ist Dennis disziplinierter und verantwortungsbewusster geworden. Früh aufstehen und vom Stall nach Hause joggen macht der 28-Jährige mittlerweile gerne. Nicht nur in seiner Freizeit spielen Pferde eine große Rolle, sondern auch auf der Arbeit. Der BWL-Absolvent arbeitet als Social Media Manager bei eDogs und eHorses, der Verkaufsplattform, wo sie damals auch ihren Charlie gefunden haben. Zum Shoppen bei Fundis hat Dennis Inke mit dabei. Hi, ich bin Inke. Ich habe die vierte Staffel von Fashion Star gewonnen. Heute bin ich aber als Shoppingbegleitung dabei und mal sehen, ob Dennis in meine Fußstapfen treten kann. Ohne Motto kein Fashion Star. Also müssen Dennis und Inke als erstes die goldene Turnierschleife mit dem Motto finden. Dann geht's ans Shoppen in 15 Minuten für Ludo und Dennis. 600 Euro darf das Outfit maximal kosten. Dennis darf danach alles mit nach Hause nehmen. Jetzt fehlt nur noch das Überraschungsteil. Was nimmt Inke nur? Ganz schön große Auswahl. Ich glaube, ich entscheide mich für dieses Teil, weil da sind wir dann noch sehr flexibel in der Outfit-Kombination, da dieses Teil relativ schlicht ist. Oha, was mache ich hier eigentlich? Ich hoffe, Inke, du hast dich gut entschieden. Aber ich habe da auf jeden Fall Vertrauen und wir geben unser Bestes. Na, schließlich habt ihr auch einen Ruf zu verlieren, denn Inke war ja schon mal Fashion Star. Dennis, ich habe jetzt hier das Teil in der Hand, was ich für dich ausgesucht habe. Ach, Menno, die Woche ist schon wieder bald rum. Es macht so viel Spaß. Fashion Star. Aber die Woche endet mit Super Dennis. Ja, perfekt. Die kann ich gut gebrauchen, denn ich habe ja ein Springpferd. Und damit haben wir ja ein Piece auf jeden Fall schon mal im Outfit. Und den Rest gibt's jetzt. 15 Minuten Zeit. Okay, Inke. Schleife suchen. Dennis, hast du dir eine Strategie zurechtgelegt? Verfolgst du einen großen Fashionplan? Dieses Mal haben wir die Taktik, weil wir für Männer ein Outfit aussuchen, da hat man ja nicht so eine große Auswahl, dass wir dieses Mal erst das Outfit für den Reiter aussuchen. Und im Anschluss dann erst fürs Pferd. So können wir das noch besser kombinieren und vielleicht ein bisschen mutiger sein. Such doch erstmal das Motto. Super Dennis. Wie wär's mit einem Dressurmotto? Da wir jetzt die Springgamaschen haben, wäre es jetzt natürlich nicht so sinnvoll, wenn es irgendwas mit Dressurmäßig zu tun hätte. Enkel, wird ernst. So langsam wird es aber wirklich Zeit, dass ihr das Motto findet. Hey, das gibt's doch gar nicht. Du hast auch schon überall geguckt, oder? Ich habe alles durchgeguckt. Hat die Inke eigentlich eine Skinny Jeans oder eine coole Reithose? Ach, sie hat eine Reithose an. Guck mal da. Hier, ich hab's! Gerade noch die Kurve gekriegt. Blickfang Reithose. Begrüße den Sommer im neuen Trainingsoutfit. Gelb, gelb, gelb. Letztes Mal orange, dieses Mal gelb. Hier, das sieht nach meiner Reithose aus. Ja, ja, ja.
Wenn ihr Inkes Auftritt bei Fashion Star verpasst habt, dann guckt euch doch mal die 4. Staffel an. Gibt's bei Klipmerhorst im Archiv. Ich würde auf jeden Fall sagen, mit Grip. Aber mit Knie. Ja, ist doch gut. Ja. Die? Was ist das? Das ist genau die gleiche. Genau, hier ist ja der Vollbesatz, die nehmen wir nicht. Danke, Dennis. Vollbesatz nehmen wir nicht. Sehr gute Idee. Eine. Also, welche Farbe, Inke? Nehmen wir einmal diese hier, die blaue. Ja. Ich gucke einmal kurz bei den Schabracken, was da so farbtechnisch abgeht. Okay. Grau? Grau Nein. wird auch gehen. Da ist, hängt ja auch eine graue. Nein. Grau mit blau? Nein. Ja, grau ist super. Grau oder schwarz musst du nehmen. Ihr glaubt also, Jens würde grau auch gefallen, ja? Jens gefallen würde? Jens würde wahrscheinlich etwas Gewagtes gefallen. Aha. Gewagt, jetzt bin ich wieder wake up. Jetzt bin ich wieder im Game. Da versuchen wir mal unser Bestes. Ich zieh die einmal an, Enkel. Ja, du musst die graue nehmen, Dennis. Du nimmst auch direkt schon ein Oberteil mit, warte. Hier, das ist super. Das Grün finde ich gut. Zieh das schon mal an, ich geb dir das, Dennis. Keine Sorge, Dennis, Inkes Kommandoton ist voll okay. Es geht halt um Fashion und um den Sieg. Geht ihr eigentlich oft zusammen shoppen? Ich gehe gerne shoppen. Was so mit Dennis, der muss dann immer zwangsläufig mitkommen. Ich geb dir das noch mal kurz hier rein. Ja, oh, guck mal, stramm Reiterware, du, guck da ohne raus, ne? Ich guck nach den Pferdesachen. Ja. Schabracke und Glocken habe ich schon mal, Dennis. Was steht dem Ludo denn so? Also, er hat ja eine ähnliche Farbe wie Charles. Und ja, da kann man ja mit Schwarz-Braun so gut wie alles tragen, würde ich jetzt mal behaupten. Och, hey, ich will es ein bisschen cooler haben. Ihr habt einen Ruf zu verteidigen. Wie sieht's aus bei dir, Dennis? Ja. Ich suche dir noch mal graue Handschuhe raus. Welche? Nein, grau ist nicht akzeptabel. Nein. Von? So. Nein, es ist mir zu brav. Gefällt mir schon mal mega. Ich brauche deine Expertise. Was sagst du? Ja, sieht doch mega aus. Hier, guck, passt perfekt dazu. Wie viel Zeit haben wir noch? Und wie viel Geld? Nicht mehr viel und nicht mehr viel. Ja, dann rechne das einfach kurz durch. Ich muss mein Handy holen. Er hat sich umzuziehen und gut auszusehen. Das ist sein Job. Jetzt muss der Dennis auch noch rechnen. Probieren, Enke. Ja, kannst du noch mal gucken, aber... Wenigstens mal ein paar lilane Kniesocke. Und Dennis, was ist mit Schuhwerk? Schuhwerk so. Haben wir noch nicht. Dann müsste der in der nächsten Staffel müssten die wieder zusammen antreten, um das wieder gut zu machen, wenn sie jetzt nur das graue Mauerblümchen-Mäuschen bleiben. Auch in Ordnung. Da müssen wir jetzt mal gucken. So. Für ein cooles Outfit für einen Kerl, der reitet, ist das perfekt ausgewählt. Handschuhe. Aber wir sind bei Fashion Star. Können wir zur Not auch weglassen. Die Socken kosten 13? Ja. Und jetzt die Schuhe noch hier. Was kosten die denn? Ja, die kosten 200... Wie viel? 214,50. Ja, da haben wir ein Problem. Ja, da musst du weg von der Decke. Aber ich mag Inke und Dennis voll gerne. Die sind irgendwie süß. Ihr habt noch 2 Minuten. Vielleicht noch schnell ein Oberteil? Inke, wie findest du die Jacke hier? Ich finde die so besonders. So eine hatte ich noch nie. Ganz interessanter Schnitt. Das ist ganz selten für Männer. Deswegen, soll ich die mal anprobieren? Sieht ja echt cool aus, die Jacke. Ich mag das mit den 2 verschiedenen Stoffarten. Dennis, was stresst dich mehr, wenn du als Shoppingbegleitung oder selbst als Kandidat bei Fashion Star dabei bist? Ich glaube tatsächlich bei der Begleitung. Jetzt am Ende ist es so, wenn ich das jetzt verkacke, dann ist es ja mein Outfit. Wenn ich jetzt bei Inke verkackt hätte, dann hätte ich zu Hause Ärger bekommen. Von daher ist das so schon ganz in Ordnung. Wie findest du die? Also ich finde die andere Jacke besser, weil es ist ja auch für Sommer. Und die andere ist sommerlicher. Und die ist jetzt auch zu klein. Ja, aber zu klein können wir ja ändern, oder nicht? Die ist sommerlicher, Dennis. Nimm die andere. Die, warte. Check nochmal das Thema. Macht ja Sinn, 1 Minute vor Schluss. Blickfang, Reithose. Ja, da kommt ist die andere, ja, die andere kommt da besser zur Geltung. Gut, dann nehmen wir die. Also, ich weiß nicht, ob das die gute Entscheidung war. Auf jeden Fall. Dieser Jacke.
Super Dennis hat's schon im Gespür. Ich weiß nicht, ob's die super Entscheidung war. Er weiß es. Die Jacke ist cool, aber wir müssen an das Thema denken. Ja, okay, da hast du recht. Dann super. Haben wir es geschafft. Und das ist alles im Warenkorb bei Fundis gelandet. Für 190 Euro hat sich Dennis die Reithose Rodrigo ausgesucht. Am zweitteuersten war die Softshell-Jacke Mitchell für knapp 150. Dennis Fashion Star Look hat zusammen 582,50 Euro gekostet. Und wie lief's? Aufregend, anstrengend, ziemlich warm. Wir waren uns einmal nicht einer Meinung, vor allem beim Oberteil bei der Jacke. Ich glaube, jetzt im Nachhinein würde ich sagen, war es die richtige Entscheidung, weil es natürlich schon zu dem Sommer hingeht und die andere war natürlich schon deutlich dicker. Die gefiel mir aber vom Design her tatsächlich echt gut. Deswegen ist das vielleicht noch ein Piece, was ich mir im Nachhinein holen werde. So sieht der Look an Dennis und Ludo aus. Dennis hat seine Jacke lässig über die Schulter geworfen, damit wir auch sein neues Polo Finno für 60 Euro sehen können. Hellgraue Röckelhandschuhe hat sich Dennis ausgesucht. Farblich passend gab's für Ludo ein neues Halfter mit Strick. Setpreis knapp 37 Euro. Pferdebein und Reiterbein passen perfekt zusammen. Zu dem It-Piece, den Flexi-Soft-Memo-Gamaschen, gab's Hufglocken dazu. Dennis hat sich für Tube-Socks für 13 Euro entschieden. Zu guter Letzt darf die graue Springschabracke Matrix Contrast für 60 Euro nicht fehlen. Und das war auch der letzte Look von Staffel 5. Hat's euch auch so viel Spaß gemacht? Und wie hat's dir gefallen, Jens? Von Super Dennis und den tollen Teilnehmerinnen der gesamten Staffel 5 geht's jetzt ins Finale. Ich habe schon Schweißperlen auf der Stirn. Es wird nicht einfach, denn jetzt wird die Siegerkrone übergeben an Fashion Star von Staffel 5. Seid gespannt.